Hallo! Hallo. Wo ist Du. es? Da. Ganz hinten. Er fast ganz hinten. Der Nee, erste Tod zählt nicht als Tod. nee, 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 nee. Aber wir brauchen eh noch Zeit für den Charakter-Editor. Achso, scheiße. Brauchen. Dann mach du zuerst nicht mit kein Blut drauf. Soll ich kann eine Figur erstellen und dann kannst du anfangen. Wir spielen Blutwurst. 2018er Stream. Komplett. Viel DLC, alle optionalen Bosse. Wird alles. Ja, obwohl die Chalice Dungeons. Nee, die Chalice ist nicht. Nee, Die nee. lieber nicht. Die lose mal. Keine Dungeons. Dungeons. Kein New Game Plus. Vielleicht. Ja, ne, Trophys haben wir ja alle, da müssen wir nicht mehr Naja, neu. ist. Wo ist ein. Nee. Willst du es auf Deutsch oder auf Englisch Ist mir spielen? scheißegal. Hätte ich eh Scheißegal. kaum was gesagt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Pass auf. Und zwar, das ist mein Helmut. Kann man aber theoretisch löschen. Könnte man neue Helmut machen. Und das ist mein Gustav. Den habe ich sogar gespeichert, der Gustav. New Game. Oh, yeah. Pale blood. Well, you've come to the right place. Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy, with a bit of Yharnam blood of your own. But first, you'll need a contract. Na, schreibt nix. So, Name machen wir später. Frau oder Mann? Ach, Frau. Ah. Die haben doch. Okay. Okay. Mit 2 N? Ich denke schon. Hannelore. Alles klar. Age. Age. Aged. Origin. Waste of Skin. Waste of Skin, bist du verrückt? Bist du verrückt? Ne, ich würde fast sagen, Military wird drin. Wegen 14-13 auf Strength und Skill. Oder Violent Past. Aber ich. Was für Waffe immer spiele? Es ist egal. Entweder die. Also der Kane nennt man nicht, den Stab. Ich glaube, ich habe da. Ja, ich habe die Axt damals gespielt. Die Axt habe ich auch genommen. Nehmen wir das hier. Appearance, jetzt wird's erst interessant. Servus Crazy Ape Boy, hi. Voice? Ja, du kannst. Ha! Aged. Ja. Klingt wie mit, nee. Build, large head. Scale Adjustment, head is large. Die gehen halt nicht richtig fett. Das ist das Problem. Gott! Die Skin Color können wir erstmal losse. Nee, bleicher. Ey, schon. Ah ja, schon. Oh. Eid. Wie ein Geist. Yellow, Purple, Red, White. Light. Okay. Wird es immer ekliger oder was? Wie machst du denn das? Einfach nur auf Similar Face. Und es wird immer schlimmer oder was? Ja. Aber warum? Doch. Die Nase, Alter! Die So, kann mir da noch ein Schnorres geben? Warte mal. Das Falla. Tiefstes Schwarz. Weiß. Ach, weiß, okay. Wo müssen wir auch noch ganz weiß machen?
Ja, genau, bitte die ein bisschen größer. Wird das. Ja, geil! Okay. Tattoo braucht man, ne? Die Hohe noch. Hohe. Rand ohne noch her, Facial her. Oh, weise. Hohe. Wunderschön. Mhm. Weise Bart. Ich muss noch die Hohe aussuchen. Sieht doch aus wie. Super. What a test! Okay. Augebraue. Oh, die erkenne ich auch ganz buschig. Ist ohne links. Das. So. Das passt. Die müssen mal schwarz machen. Nur die Braue dann. Nein! Ah. So. Okay. Weichert, falls wir es nochmal brauchen. Das ist unsere Hannelore. Markus Kram. So. So. Let's go. Meet again. Ah, ja. Ich habe eben gedacht, dass überhaupt nichts geht, weil überhaupt kein Ton da war. Mhm. Es war aber kein Ton da, weil im Spiel auch nichts war. Ach so. Das hat mich gerade verwirrt. Irrend. Good. All signed and sealed. Now. Let's begin the transfusion. Oh, don't you worry. Whatever happens, you may think it all a mere bad dream. Ja, ist ja gut. Wir sind Hunter, alles klar. Unter. Hunter. Das wird. Was? Ich hab das Intro schon ewig nicht mehr gesehen. Wenn ich das Spiel spiele, dann tue ich alles wegdrücken. Jedes Mal. Guck die Nase. Die Nase guckt immer raus, das ist halt das Geile. So, wie geht es jetzt? Genau, Dreieck waren die Viole. Emma aber kennt's, ne? Ah, Wechsel. L1. Wahrscheinlich in der Hand schieße und so. Kann schon gleich gegen Wolf testen.
Oder du rennst direkt durch und benutzt die Lampe. Nein, nein, nein. Komm, oh, der hat doch nur die Hälfte Energie. Finde ich so geil bei Bloodborne, dass du die Energie wieder kriegen kannst. Wenn du der Attack mit R2 gedrückt hältst, sterbe ich. Ja, danke. Bitte. Ne, du hättest einen Stunner können. Hätte. Es war das letzte Mal, dass ich auf dich gehört habe, jetzt bei dem Spiel. Okay. Ich meine, wir mussten sterben, aber ich hätte ganz gern gepackt. Musst durchrennen. Renne und Rolle. Muss ich nicht, ich kann nach kaputt machen mit der Hand. Konnte in Bloodborne gar nicht Rolle, gell? Der hat nur so Seitsprünge gemacht. Doch. Doch schon. Ja, rollt er? Ich fand es schon. Soll ich es abdrücke? Mhm. Im Dijk schenken. Wieder Sorgliebe oder Hunter X? Ich glaube, ich will mal mit der. So, nimmst du die Pistole. Genau, das hatte ich damals, glaub gar nicht. Ich wollte dann dort die Pistole auswählen und das ging halt nicht. Aber im Huntersmarkt verlierst du jedes Blut, ne? Wenn du an das Spawnpunkt zurückgehst. Geh lösen. Oh ja. Hä? Du musst zurück. Das öffnet sich alles erst, wenn du erste Insight brauchst. Entweder wenn man Boss sehen, killen oder wenn man ins Ei sammeln. Und ich glaube, das erste liegt in der Kanalisation. Noch ein gutes Stück. Dann irgendwann auch wieder zu, wenn man mal 0 hat? Wieder? Nee, nee. Okay. Ich glaub nicht. Ach, ohne rechts wird gar nichts angezeigt, außer der Name, wo man ist. You have a heart of gold. Don't take it from me. Danke, nochmal.
Guten Abend, Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Einschaltungszeichen, Einschalt. Ach, du bist so süß. Danke. Servus. Einschaltungszeichen. Ja, der lachende Smiley. Ach so. Alles klar bei dir? Dich die besten Einschaltungszeichen. Ja, von der anderen Seite. Bloodborne ist so schön. Zettler. Doch, Zettler. Rolle. Für die erste zwei Busse sind die Molotow-Cocktails extrem gut gewesen. Wer bin schon auf der Part? Papa G? Auf der Part. Hey Mama, ruft, es gibt wieder Essen. Waren das noch ohne? Eine Robbe. Eine Robbe, okay. Ach stimmt, der hat jetzt die... Was? 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 Ich wollte gerade auf Viereck ausweichen. In Assassin's Creed tut man auf Viereck ausweichen? Mhm. Nein. Ein Attackierer war auch auf der Schulter drauf gegangen, ne? Ja, das ist gleich. Das ist das bittere Grad. Ab der nimmt der Stimme auf. Ist so entsetzlich. Glaub mir, wechseln auf Kopfhörer, dass der Stimme nicht abkackt ist. Test. Oh Gott, ist das laut. Nein! Mich gerade verballern. Ja. Kann ich schon mal kurz in die Einstellung auf dem Spiel gehen? Wollte gerade sagen. Ne, geht das? Ja. Away! Away! Bist nicht wischen die Einstellung. Da oben? Oh Gott. Leg das gerade noch bei dir ab. Oh, was? Zack. Zack.
Willkommen. Alter. Bilder. Twitch am PC ist gestorben, wie? You died? Oder wieder was? Lazio, come on. Ich darf keine Tonen. Du musst hockt er, ne? Ich weiß. Den vergisst man so schnell nicht. Können wir schon leveln? Die Pup war vorhin wohl noch nicht. Brauchst du. Ne, ich meine die Waffe. Ach so. Der PC hat Bloodborne gespielt. Oh. Du, dafür musst du doch. Ins Haus neu. An die Werkbank. Ja. Da liegt noch ein Item. Ich bin hier beim ersten Mal durchspielen so oft verreckt. Ja, ich hab. Da muss niemand, hey. Ich wollte gerade auf X ausweichen. Bist du jetzt bei der Search oder was? Ja. Willkommen zurück, Senras. Hat gerade angefangen. Wir haben die Hannelore gemacht. Und sind jetzt gerade das erste Mal auch hier an der Stelle, also alles ganz frisch. Oh, Gottes Willen. Wie weit hast du gespielt? Oder wie weit habt denn ihr gespielt? Du könntest die Packles nehmen und sie anlocken, bevor sie alle gleichzeitig kommen. Gab's im Hauptspiel oder erst im DLC ein Schild? Im DLC dann wahrscheinlich. Ich glaube, da gab's ein Schild, aber das war nicht so gut. Und es gab, glaube ich, einen Bogen. Den habe ich aber nie benutzt. Lord Zedler. Genau, das denke ich mir als die ganz. Die erinnern mich so an die Typen. Was?
wusste gar nicht, dass die so viel droppen hier. Voll gut. Ich erinnere mich Anime so groß, was das angeht. 4 oder 5 Bosse und dann keinen Bock mehr, okay. Aber da geht's doch erst richtig los, Nemo. Möglicherweise bei der bluthungrigen Bestie war er. Das scheiß Vieh. Das scheiß Vieh. Boah. Also ich weiß, du gehst irgendwie nur noch irgendwo. Weiter rechts. Ich weiß nicht, ob wir da hin müssen. Kannst du, dann haben wir die große Abkürzung freigeschaltet. Ah. Okay, das sind auch Hunde, das weiß ich noch. Mhm. Gehen wir mal platt. Ich weiß auch nicht, ob einer ausbricht. Doch, das sind welche freilaufend auf jeden Fall. Du darfst jetzt nicht rechts, sondern du musst links für die Abkürzung. Ja. Genau. Und jetzt weiß ich nämlich, ob du in das Haus musst, oder? Warte. Da unten ist die Fette. Ja, genau. Da geht's auf jeden Fall durch. Ja. Da hockt in einem Rollstuhl, glaub ich, drin. Dir gefällt das Setting nicht so sehr, okay? Gerade das fand ich so geil. Der haut immer Kugle. Oh, was ist denn das? Ich weiß es nicht. Halt dein Maul! Wenn du an der Abkürzung bist, stellen wir es mal auf Deutsch. Jetzt wurde bluthungrig Bestie gesagt, hast, ich will das Spiel mal auf Deutsch sehen. Ich hab's noch nie auf Deutsch gespielt. Ich habe nur einen Ausschnitt gesehen beim Crashbus mit dem Senras und mit dem Kyle und so, wo sie die eine Quest von Papa G vorgestellt haben. Und da hat er es extra auf Deutsch gestellt gehabt. Da war ich zuerst voll geflasht, dass das sogar synchronisiert ist. So. Genau, tippst du nur A, dann kannst du den Weg noch freiräumen oder wir gehen zurück. Nee, wir gehen noch weiter. Ja, okay, dann mache mal Start und geh auf die Einstellungen. Mach Exit Game. Nee. Warum? Hat er jetzt gespeichert? Der speichert immer. Das Spiel speichert automatisch. Deswegen darfst du nie Rage Quit machen. So habe ich meinen 60 Stunden Save bei Dark Souls verloren. Weil er gerade am Speichern war. Ich hätte es eben nicht umstellen können in der Einstellung. Nee, kannst du auch nicht, du musst raus. Save and Quit ist legitim. Die Übersetzung ist sogar... Ja, deswegen hatte ich es nicht gespielt, weil ich bei Dark Souls war die Übersetzung halt extrem scheiße. Mit Dunkelwurzgarten und sowas. Deutsch. Deutsch. Könntest du auf Spanisch spielen? El Diablo! Puta puta! Deutsch ist alles besser. Number one gebaut. Hut! Klinge der Gnade. Spezielle Trickschrotflinte. Es ist alles gespeichert. Aber ich könnte schwören. In Game geht das nicht. Komisch. Komisch, Alter, dann. Kingfield 4, okay. So, die Fette lassen wir in Ruhe. Servus, Jack. Könnte ich eigentlich direkt zu der Kleriker-Bestie, oder? Mhm. Kannst du. Dann hast du auch direkt Inside. Oh Gott, was hab ich gerade erschreckt? Ein Servus an Amdi. Ein Servus an wen zurück? Check.
Oh, er hat sogar Andi gesagt. Ich fasse es hier nicht. Ja, wobei, mittlerweile sind die Übersetzungen ja gut. In de 90% der Fälle. So, gucken wir mal, wie das läuft. Da, 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 da. Der Kopf so komisch leuchtet, auf den Kopf ziele und schieße. Ne, ich gebe keine Tipps mehr, dann stirbst du. Das wollen wir nicht. Wie, du bist jetzt voll krank, was soll denn das? Wenn du auf den Kopf schießen willst, du kannst den Kopf extra fokussieren. Das bringt's voll. Ne, wenn er leuchtet, kannst du ihn dann dazu bringen, dass er gestunt ist. Wollten da jetzt nicht die. Ich hab die ganze Dreie gedrückt. Warst du dabei im Sprung oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Husten, Schnupfen, Rotz. Nächste Woche Berlin. Eieiei. Ah ja. Am Ende aber wenn ja nix. Zentrum. Ziemlich spannend. Das geht ruckzuck. Das wird mir wahrscheinlich auch passieren. Deswegen sammelst du als allererstes das Blutei. Wenn es nicht in dem drin steckt. Ah, ich glaube, beim Boss steckt es nicht drin. Drin? Ach so, weil die. Ja, ja, nee, in dem Boss nicht. Okay. Falsche Taste. Was doof. Paar Patrone hole. Ja, du kannst noch vorne rollen. Oh, hast du recht gehabt. Ich hab's auch schon ein paar Mal gemacht vorhin. Stimmt dann. Doch, alles gelogen. Ah ja. Nee, 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 nee.
Ich dachte schon, warum rennt der gerade vor, weil ich Seele gesucht habe. Mach dein Maul auf! Depp. Ja, das bringt ihr irgendwie bei dem nächsten. Ich hab vorhin auch drauf. Okay. Ich glaube nur, wenn er gerade steht. Depp! Siehst du? Das Problem war, dass ich nicht mehr rausgekommen bin. Ich wollte wegspringen, um zu heilen. Nie wieder mit Hand waschen. Nie wie. Doch! Gibt Sachen, die muss ich noch mit der Hand waschen. Den Penis zum Beispiel. Den lässt man waschen. Den lässt man waschen. Mama, ich bin dreckig. Nee. Kreis gedrückt halte. Nee, haben sie nicht. Nee. Wir sind aber auch noch nicht aufgelevelt. Also normalerweise, wenn du den das erste Mal siehst, kannst du ja leveln. Und dann ist er viel, viel einfacher. Haben wir jetzt aber nicht gemacht. Weil die Kleriker Bestien, die Pussy ist. L1, R1 und Stick bewegen. Du kannst schneller raus. Wäre es gewesen. Ich glaube. Ich habe den Punkt noch nie so rausgekriegt, wo man schießen muss. Nur wenn er irgendwie leuchtet oder wenn er das Maul aufmacht. Keine Ahnung. Oh, komm schon.
Depp! Oh Gott. Oh Gott! Ein Arbeitskollege von mir, der sich immer sau viel Spiele holt und dann immer alles ist gleich Spiel des Jahres und bestes Spiel aller Zeiten. Er hat 8 Stunden gebraucht für der erste Boss in Bloodborne, hat gesagt, er hat es durchgespielt und hat es nie wieder gespielt. Oh, mehr NK, Fiole mehr. Kaum, ja. Der Endgegner im Haus gibt immer 2. Das reicht. Das reicht. Der du. Und ich glaube, die fette Traube sauber. Okay, nicht immer. Der gibt immer Kugle. Nicht immer. Sieht's bei dir aus? Nee. Tröppt den Scheiß. Er gut läuft. Da war noch ein Item hinter, das wir nicht eingesammelt haben. Vielleicht sind das auch Fiole. Spring! Jetzt stellen wir uns aber blöd an. Ach. Jo. You are dead. You are gestorben. You are gestorben. Ja. Tomorrow root Botzel. Ich mach'n jetzt. Bisschen Bluttablette. Schmeckt lecker. Oh Gott. Ah! Drecksau. Fuck. Ach, weißt du, was wir machen können? Geh zurück. Geh in der Hunter-Stream. Aber wir haben kaum... Wir haben aber die Items, glaube ich. Wir haben so Items, wo du Blut kriegst. Eben die Kiste oder was? Nee, Eistecke. Hä? Bist gleich nicht mehr. Ach, das meinst du. Nee. Nee. Oh Gott. Nee. Wenn ich gleich gestorben bin, kannst du. Sammel nur das Blut, Alter, das ist das Wichtigste. Ja, ja. Yes, jetzt können wir es schaffen. Hey, Schatz. Marge. Egal. Hast du das? Hast du das ohne Schuss hingekriegt, ne? Ja. Ja, bis um 10. Warum?
Alles okay? Fick dich. Ach so, nee, wir spielen noch nicht lang. Nee, dreiviertel Stunde ungefähr. Halb dreiviertel Stunde. Der Witz ist, das ist noch nicht mal der erste Boss. Das ist der erste optionale Boss. Den muss man gar nicht machen. Schade. Schade. So, haben wir überhaupt? Ajo. Oh, das ist nix. Ich glaube, das gibt gerade mal zwei Stück oder so. Sie bewundert ist nix. Sie ist ziemlich abgetragen. Aber hast du nicht in der Truhe noch Blutfiole? Auf Nofango? Es gibt eine Truhe? Ja. Gemonai? Das Ding? Ne. Doch, Lager. Das ist das, was mir Eisstecke hin, oder? Ja. Ah. Ne, es sind nur Kugle drin. Schade. Gut. Ach stimmt, wenn du mehr wie 20 Kugeln hast, werden die automatisch in das Lager gebrochen. Und die Fiole war wohl 8 dann und deshalb dachte ich. Ja. Na, 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 na. Oh, auf den Boss habe ich gelust. Auf welchen? Den auf dem Dach. Der ist relativ einfach, wenn man weiß, dass er parierbar ist. Also der geht sogar noch. Die ist ausgefahren im Moment. Ja, ja. Alles gut. Sogar 4. Ihr seid verflucht. Ja, ich weiß. Komodo, alles gut. Die Stadt ist am Ende. Siehst? Die Karten neu gemischt. Sammel das Blut. Oh Gott, stimmt's, Blut. So, komm her, komm noch links. Danke. Figgity fuck. Wir werden es halt noch hinkriegen. Nett. Ich gebe auf. Nee, ich mach's jetzt. Ich mach das jetzt.
Papa G. Wie lange das damals vor dem Patch gedauert hat, bis wir wieder im Spiel waren, nachdem er gestorben ist. Ja, und der erste Patch war ja, oh, wir machen Text neu. Dann dauert es jetzt noch. Er ist eigentlich schade, weil den schönen Bloodborne-Schriftzug sieht man nicht mehr. Ihr seid verflucht! Verdammter Fluch! Verdammter Fluch! Ja, ihr müsst mir nichts geben. Hat jetzt Kenner irgendwas gedroppt? Nee. Geil. Das war wohl, wie wir Null hatten, so aus Mitleid. Fuck. Vielleicht gibt mir der ja was. Nee! Vier. Oh. Aber wenn man das weiß, okay. Wenn der immer vier droppt, ist gut. Dann hätte man bei dem eigentlich farmen können. Hätte. Und nicht bei der Hexe damals. Bei der Hexe haben wir Blut gefarmt. Echt? Der Fiole. So. Das Vieh. Du dumme Sau! Gut, gut, gut. Wo ist es dann? Jesus. Hab ich noch nicht nachgeschaut, Jack? Aber trotzdem vielen Dank schon mal, gell? Willkommen zurück, Nemo. Ein Kinderspiel. Ein Klacks. Lampe anmachen, hey Lampe. Du auch hier. Wenn du willst, brenne ich auch für dich. Alles auf Stärke. Ihr werdet und eure. Nun gut, lasst mich nicht. Ne-
Und recht in Fiona. Bad Boat. Ich hab echt Bad Boat gelesen. Ich kenne eine Stelle für Speedrunner, wo du aus der Welt Klippe kannst, um direkt zum Papa G zu gucken. Das machen wir aber nicht. Nee. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh nö, ich hab keine Molotovs. Kurz bevor er dich schlägt. Ja, ja, ja. Drauf schießen. Okay. Verreck. Ja. Ich höre nicht mehr auf dich, ne? Ich will doch nur spielen. Ne, Quatsch. Gut für Bohrerschlag. An denne komme ich aber schwer vorbei, ne? Ach, was doch. Easy, aber du kannst links. War das hier? Wo die, ah, wo ja. Mal die Rüstung. Ne, halt, halt, du laufst im Kreis, ne? Da krieg ich aber Item. Ich geh doch nur noch. Halt, ist ein Item. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, der Papa Gascoin, der ist ein bisschen, der ist schon derb. Ja. Hallo? Halt nicht. Nee! So, gibt 4. Jetzt bin ich so weit wie vorher, ne? Ja. Aber. Weiß nicht. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich weniger als davor. Verdammter Fluch. Ich sag Gott, verdammter Fluch. Bra, 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 bra. Diese gottverdammten Kinder mit ihren Maschinen. Was riecht nicht mehr lange? Ihr seid verflucht. Jawohl. Verflucht? Ich weiß es doch. So. Großer böse Wolf. Oh Gott. Große böse zweite Wolf. Jetzt hat einfach der andere angelockt. Du.
Kurz bevor er angreift. Das ist doch Silberkugel, oder nicht? Aller. Jetzt, jetzt! Ach so. Schön. Kastriert und entwurmt. Ding dong. Bimmel und Bummel. Das ist das antike Herxheim. Doch rechts liegt was. Fluch ich ein Kerbe. Gingst du nicht zum Leveln der Waffe? Ne. Das klingt entsetzlich. So, dann wird's gut. Oder ich gehe erst noch drüber. Wir hätten das Gebiet ohne rechts. Nicht gemacht, ja. Noch nicht gemacht, ja. Ich überlege gerade, ob da überhaupt irgendwas ist. Interessantes. Gebiet. It's me! Meine Mutter hat mir ein Bild geschickt von einem Moskito mit einem Mario-Hut auf und da stand drunter It's me, Malario. Ach Gott. It's me, Malario. Lavendor. Super Malario Galaxy. Viole Kaswert Gräser. Ja. Die Blutviole, die Blutviole, die Blutviole und das Vieh mit Axt und Fackel. Säge und Fackel. Nein! Liegt bei der Ratte. Könnte man eigentlich nur noch. Oh jo. Ich mach erst den noch. Wo das andere Set liegt, weißt du noch? Dann weiß ich dich drauf hin, wenn es soweit ist. Ich zeig's dir. Ich muss erst durchrennen. Komm ich an der Wölf vorbei? Ja, auf jeden Fall. Ich spring dir nicht hinterher. Echt nicht? Ich glaub's nicht. Ist auch Malario? Malario 64? Die Super Malario Brothers? Die Malario Brothers. Kommst du? Ja, der kommt. Nee, der haut ab. Feig Sau. Ups. Dass man so lange ohne Rüstung rumrennt. Hätten wir vielleicht mit der. Nenn doch eine Rüstung. Na. Das nennst du Rüstung. Kann es sein, dass man mit. Wie hieß der? Im Hunter Stream. Der German. Genau, dass man, wenn man mit dem Red irgendwas kriegt. Ne. Du Penner! Sterb! Sterb du doch! Ah!
werden. Erledigt. Eine volle Fiole. Recht. Nein, nein, nein. Doch. Du bin ich aber eben lang. Hast recht. Entschuldigung. Aber links nun sind wir noch nicht. Ja, ja, aber. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Hui. Da sind sie. Habe ich eingesammelt. Das gute Blut! So, konnt man euch auch parieren, ihr hure Söhne. Ich hab keine Patrone mehr! Ah. Ah. Geht nicht? Jetzt braucht man noch Patrone. Zwei Werwölfe oben kann man durchlaufen, okay. Nee, es war nur Nudelschinke-Auflauf. Da fehlt was. Ich habe eigentlich gedacht, nach einer Stunde sind wir schon beim dritten Boss. Ehrlich gesagt. Aber ist zu lang her. Renn drauf vorbei. Ich spiele aber nicht. Oh Gott! Der arme tote Nemo. Ach so, wegen Tortellini, ja. Ja. Wir sind nicht richtig gestärkt. Was ist denn links rum eigentlich? Der andere Weg, wo wir die Abkürzung genommen haben. Also da ist nicht wirklich die Abkürzung. Die Fackel liegt da, aber die braucht man nicht.
Vorhin haben wir die Abkürzung und dann kommst du hier runter. Wie gesagt, da liegt halt die Fackel, aber sonst fällt mir jetzt nichts ein, was da interessant wäre. Außer der Tod! Der Tod! Ready for action. Und tschüss. Der hat nicht unser Blut. Der Moment, wenn er sie alle runterschmeißt und dann merkt, ich muss da nochmal runter. Psst. Der hat das Blut, scheiße. Figgy-fuck. Figgy-figgy. Figgy-figgy. Idiocracy. Ein guter Anfang. Mann, das ist dein Auto. Ja, und der brennt voll geil. Dickes Blut, dickes Blut. So, und ich glaube, da links liegt das Set. Wenn ich mich nicht täusche. Da, wo der steht und wo der bewacht. Links um die Ecke. Das geht ja auch lang. Wo die Gegner sind, die du runtergeschmissen hast? Richtig. Die haben Blut. Blut, das ich möchte. Oh Gott! Großes Blutbild! Die Wölfe verschwinden irgendwann? What the fuck? Fuck. Nee. Coole Kombo. Ehrlich, du hast nix. Nö. Hast du das Ei gesammelt beim Gegner? Was? Der hat doch irgendwas fand oder so, oder? Wurfmesser. Ach, ja. So, und da ist das erste schöne Set. Schluck Steine, du Arschloch. Nur bei Dark Souls 2. Bei 1 und 3 verschwinden keine Gegner. Deswegen hat es mich gewundert, dass bei Bloodborne Gegner verschwinden. So. Das ist ein Jäger-Set. Du kannst auch Schultertaste wechseln dann. Die Nase drückt es so nach vorne. Ich glaube fast, ich habe das ganze Spiel über das auch gehabt dann. Glaube ich. So. Muss ich nur noch, oder nicht? Ja, ja. Das sind beide Wege gleich scheiße. Jo. Runter kommen sie alle, ne? Du, was für Gegend ich keinen Bock hab auf der Wald.
Bei der Bibliothek. Ne, bei der Bibliothek gibt's Zauberer, die permadeath sind. Ich glaube, wenn du die einmal killst, sind sie weg. Oder? Kann auch sein, dass ich gerade Scheiße erzähle, Nimo. Wenn ich Stirn Luft gehe, was ist da? Ja, machen wir. Aber nicht da lang, sondern die Leiter noch. Ja, was ist da? Items und Stuff. Mhm. Geh erstmal da noch. Kriegt man nämlich ein Item für den zweiten Bossfight. Und eine Abkürzung. Ja, an die Abkürzung erinnere ich mich. Aber was für ein Item? Die Spieluhr. Die kriegst du neben der Abkürzung in das Fenster. Wie ist denn das Verrückten? Madman's Knowledge. Woher man jetzt die C-Patrone her? Ja? Die habe ich hier gekriegt. Oh, shit. Oh. Ausdauer plötzlich leer ist. Und da leuchtet auch die Idee, ne? Ja, das ist aber, glaube ich. Oh Himmel! Verdorben. So verdorben. Verdorbener Stuhl. Siehst du, rechts ist jetzt das Fenster und da kriegst du, du hast die Tochter von Papa G. Ja, ich kenne auch Sadian. Könnt ihr denn Papa als ich bin als... Jo, servus. Juk. Ich hab das nie gemacht. Siehst du? Da. Ich weiß nur nicht, wo die Abkürzung ist. Die ist da links runter. Also, wenn wir links gegangen wären, wo wir vorhin nie waren. Oder? Ja. Ach ja. Können wir eigentlich das Blut mitnehmen? Dreck. Alter. What? Können wir aber auch gleich die Fackel holen. Ich hab das mal in Google übersetzt. Das, was da geschrieben wurde, funktioniert nicht. Was hallo. Hallo. Ja, so, Asiatisch. Amerikanisch, man. Ist das Englisch? Nee, Amerikanisch. die Fackel ist an der Tür, die er bewacht hat. Oder da. Ne, ich glaube, da unten ist er. Ich geh trotzdem das rum. Ja, ja. Kaltblut. Lecker. Frisches, kaltes Blut.
Fagel, Molotov. Molotov ist Chupa, Jay. Molofagel! So. Zurück. Oh Gott, Verlaufe. Zurück, umdrehen. Jawohl. Ah. Nee. Ich hab eben echt gedacht, du gehst aber weiter. Was dann? Ich bin enttäuscht. So eine schöne Leiter. Die geh ich nur noch. Runter im Kreis. Hui. So, Items. Irgendwie kommst du von der Kanalisation, ach du, hier, wo die Eileen ist. Die Krähefrau. Mhm. Wir können sie töten für ihre tolle Waffe. Oder da, wir können ihr Quest machen. Wir lassen es einfach sein. Ja, wir können aber ihr Quest machen. Und was bringt uns das? Kriegst dann irgendwelche Jägerabzeichen, kannst Zeug kaufen und so. Toll. So. Ah, stimmt, da rechts und links sind Items. Da hinten ist, glaube ich, nix, oder? Ja, aber sonst ist doch da nix. Also, wenn ein zweiter Teil kommt, dann nicht von Miyazaki, weil er gesagt hat, er will kein zweites Bloodborne machen, er will was ganz komplett Neues machen. Das war ja bei Dark Souls damals auch so, dass er kein zweites machen wollte, dann hat er ein anderes Team gemacht. Und dann hat er aber noch der dritte gemacht, weil Cash und so. Also From Software entwickelt im Moment was. Die hatten ja diesen Shadows Die Twice Teaser gehabt auf der E3 und ich denke jetzt auf der E3 im Juni wird wahrscheinlich bekannt gegeben, was kommt. Ich vermute stark Demon's Souls Remake wird als nächstes kommen. Die Portfirma, die den Port von Shadow of the Colossus gemacht hat, haben gesagt, sie arbeiten an einem neuen Projekt. Sagen aber nicht was und viele vermuten, dass es Demon's Souls ist. Nach dem ich bin kaputt, muss ich spätschen. Aller Hauptcheck. Vielen Dank fürs Einschalten, gell? Gute Check. Eine gute Nacht. Und einen zitzlichen Stuhl. Das wünscht man kennen. Ich hatte die Tage einen zitzlichen Stuhl. Ich meine, es war okay, ja, war nichts Schlimmes, aber oft. Und ich weiß nicht warum. Ich hab nicht immer viel gegessen oder so. Nimm mich aufgehört. Brennt alles noch. Mehr Details? Möchten Sie mehr erfahren? Nein. Möchten Sie mehr erfahren? Du schreit die Bestie. Also wenn du jetzt Nuff gehst, guck mal zu der Eileen, die können wir noch mitnehmen. Ja. Ja. Ich meine, Remake ist in Ordnung, wenn es gescheit gemacht ist. Was ich nicht mag, sind schlechte Ports, wie zum Beispiel Chrono Trigger. Hatte ich mich sehr gefreut, wie die PC-Version angekündigt wurde. So von wegen, oh, jetzt ist sie da. Gut, was? Geil. Und dann war es aber, ne, da rein. Das ist schon richtig. Jetzt rechts. Die Items holen wir gleich. Gehen wir weiter. Schlag das Fass kaputt. Genau. Und dann dadurch jetzt nicht mehr schlagen. Rechts. Links müsste stehen. Da, ja. Oh, eine Jägerin. Ja, ja, ja. Danke. Macht euch. Es gibt
So, fertig. Ich glaube, du musst nochmal retten. Ihr seid noch immer. Was ist los? Das macht nichts. Was macht ihr? Habt eine. Hunter machst Hund. Hund. Was ich halt gut finde bei Remakes, jetzt gerade zum Beispiel Demon's Souls, gibt es viele, die keine PS3 hatten. Da finde ich das halt cool, wenn es überhaupt kommt. Geh zurück, mach die Klinge groß. Nicht in die Mitte runterfallen, weil auf beiden Seiten liegen Items, spezielle. Also nicht runterfallen, sondern hier müsst irgendwo in einem Raum müsst was sein. Oder es ist nur auf der einen Seite. Danke, Spiel. Danke, Kyle. Danke, Kyle. Servus, Nobi. Alles gut, alles gut. Aber wenn das nächste Mal nicht kommst, muss ich dir die Mod recht stellen ziehen. Wie gesagt, es gibt halt Unterschiede. Hier zum Beispiel Shadow of the Colossus, wo komplett neu aussieht und so viel Arbeit drin steckt, das finde ich wiederum geil halt. Aber es gibt schon entsetzliche Ports. Wie zum Beispiel, was mir immer einfällt, ist Prototype. Hätten sie Last of Us nicht remastered, hätte ich es nie gespielt. Ja. Samuel? Die schießen auf mich. Die Stadt ist am Ende. Haben sie das gesagt? Mhm. Warum? Ja, wie gesagt, für viele sind Ports oder Remakes. Die Masters sind halt ein guter Einstiegspunkt. Und es ist halt anscheinend sehr, sehr lukrativ, ne? Sonst würden sie nicht so viel machen. Servus, Bronco. Schön, dass du wieder da bist. So, mein Handy Eileen, nennt das Zeug. Jetzt müssen wir nur noch die Abkürzung freischalten. Und eventuell das entsetzliche Schwein töten. Das können wir aber auch los. Das ist nämlich nicht ohne. Alter. Schädel. Drecksvieh. Das ist wie auf seiner Windschutzscheibe.
Was ist, wo ich mich zum Beispiel drauf freue, Nimo, ist der Dark Souls Port. Und ich hab die Best-Version vom Spiel, habe ich schon. Und ich hol's trotzdem dreimal. Weißt du? Ist scheißegal. Oh, ui. So, und Donuf ging's doch auch noch. Oh, Sans Fortress. Ja, Overlang ist besser. Ja, da unten kommt das Schwein. Das kannst du von hinten hochgreifen. Ja, ja, das kannst. Ja, das hoffe ich auch nicht mehr. Gleich links. So, wir könnten eigentlich zurück und noch leveln, bevor wir immer das Blut wiederholen. Könnte man, ja. Oh Gott! Das hast du gleich. Ajo! Ajo! Ja, das Geile ist, ich hab die ganze Zeit Bock, Dark Souls wieder zu spielen, das erste. Aber ich warte halt, ich warte dann aufs Remaster. Auf den Monat kommt's nicht mehr an. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das. Obwohl, doch, die könnten noch mehr rausbringen. Noch mehr Dark Souls 1. Amiibos. Der Siegmeier. Könnten sie noch rausbringen oder so. Kommt Dark Souls für Android. Android Souls, oh Gott. Nee, Zentrum. Zentrum, gell? Ja. Schalldämpfer. Ach so, das ist PvP-Zeug, ne? Mhm. Sans Fortress ist aber auch scheiße. Das kannst du kennen, wie du willst. Das ist einfach kacke. Was kostet denn 40 Euro, gell? Hängt da ab. Ach ja. Schon beim Bu weh gemacht. Oh Gott. Äh, 60 FPS, Upscaling auf 4K. Und das war's, glaube ich. PvP wird bis zu 6 Spieler sein. Es kommt das Passwortsystem rein, wie bei Dark Souls 3 und Bloodborne. Das war's. DLC ist halt drin. So. Vielleicht Blighttown besser als 20 Frames pro Sekunde. Das kann sein. Ist denn jetzt die alte? Hat man eigentlich schon klatschen? Nee, ne? Die reagiert doch. Zum Beispiel hingeht und... Hallo? Ja. Blöde Herr Sau! Stuf. Alter! Ja? Vitalität, warum Vitalität? Vitali. Ein bisschen Energie. Die lebt beim nächsten Mal wieder, ich weiß, was ich tue.
Wir brauchen Kenny. Irgendwann sind wir froh drüber. Ich stehe irgendwann da 1000 oder 100, was das Maximum ist. Huh. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Ah, Nemo. Der Andi sorgt dafür, dass wir die Platin holen. Guter Mann. Ich muss noch gucken, ob es drin ist. Ist drin. Die CD ist da drin. Siehst du im PlayStation-Menü? Kai spielt The Way Out in der Lobby, wartend. Bin ich froh, dass ich Fiole gekauft habe. Ajo! Weil am Ende war der Idiot. Ja, ich bin mal gespannt drauf, weil es ja an Episoden kommen soll, ne? Man weiß vor allem nicht, ist es eine Frau oder nicht? Ich mache ein Bild. So. Falsche Taktik. Final Fantasy VI war so gut. Ich hab's noch nie gespielt. Das ist so gut. Ja? Mhm. Welche Version hast du gespielt? Super Nintendo. Weil da gibt's ja auch mehrere Versionen ja. Mittlerweile, ne? Ich hab eigentlich auch vor. Fick dich doch. Es noch mal zu spielen auf dem Mini. Du ist es aber nicht auf Deutsch drauf, oder? Ich schätze. Dass es wie bei den anderen Spielen auch auf Englisch ist. Mhm. Aber wenn juckt's, solange es nicht Französisch ist oder Spanisch. Oui, oui. Oder Italienisch. Ja, 6 war 3 bei uns. Ja. Andersrum. 3 war 6. 6 war 3. Bei der Amis war das 6er das 3er. Bei uns doch 8? Nee. Im Amiland war das. Weil bei denen kamen die andere Dele nicht raus. Dreckiges. Oh, was? Warum geht es bei mir nicht? Oh nee! Was denn? Aber wenn ich da jetzt durchkomme, muss ich den Pater. Ja, ich hab mich drauf gefreut.
Dann bin ich gestorben, weil ich so gierig war und das Item haben wollte. Was muss ich denn eigentlich mit der Spieluhr dann machen, oder geht das nur erlernt? Du kannst die Spieluhr als Item nehmen. Weißt du, was die Spieluhr macht? Nee. Ich weiß nämlich nicht, ob du das überhaupt willst. Nee, ich weiß es nicht. Wenn du die Spieluhr benutzt, ist direkt Phase 2 vom Kampf. Aber er hat noch dieselbe Energie. Er hat volle Energie, ja. Ja, nee. Ich glaube, es hackt. Oh. Du bist echt super ausgewischt. Guter Mann. Ich finde 7er auch noch gut. Hat halt seinen Charme, ne? Und was wirklich super gealtert ist, ist der Soundtrack. Warum geht es nicht? 9er habe ich nie gespielt. Da? Das geht bei mir einfach nicht. Krieg dich ei, ey. Krieg dich ei. Alles meine Schuld. Elende, entsetzliche Bestie. War doch leider? Ja. Führt denn das nochmal hin? Zu der Sau, oder? Dachte ich. Nee, 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 das war die andere Seite. Erst Ball auf. Kriegst schon halbe Herz, Kasper. Das hast du bei Search irgendwie nicht so, finde ich. Zeichen eines starken Jägers. Huhu, Papi. Dafür gibt's verschiedene Geschmäcker. Nein, ich will, dass ihr euch streitet. Los, nein, 7, was bist du? Nein, 8, nein, 9. Ich hab's 11er gemacht. 14, bevor es gepatcht wird. Schlag euch. 14, bevor es gepatcht wird. Sag gut. So, 0 Deaths. Ja, krieg dich Ei, Vater. Darf ich es rausprobieren? Überall. 20 war's, ja doch, stimmt, 20 war's Beste. Ja, früher oder später. Oder wie Profis es nennen, Final Fantasy XX. Und XX2 und XX3. Fick dich. Fühl de Papa, sei de Papa. Dragon Quest habe ich noch nie eins gespielt. Aber ich würde mir ganz 8er für den DS holen irgendwann. Was ist das für ein Geruch? Ich hab gefurzt, du Arschloch. Das süße Blut. Oh, diese süßen Tränen, diese süßen Tränen. Genug, um einen Mann krank zu machen. Na, Scott Tenorman, was sagst du jetzt? Och Gott, ey. Noch ein hilfreicher Tipp.
wenn er sich verwandelt. Mhm. Molotow drauf. Ich hab mir noch einer. Ja, aber in dem Moment, wo er sich verwandelt, bewegt er sich nicht und es zieht eine gute Energie ab. Meine guten Tipps. Warum hörst du überhaupt noch auf mich? Oh, ich hasse den, ich hasse den. Ach, Dragon Quest für DS ist gar nicht gut. Das wusste ich gar nicht. Oh, wie ich den hasse. Vor allem der batscht und batscht und batscht. Du weicht aus, er batscht und du weicht aus und er batscht und trifft dich jedes Mal. Jetzt weißt du mal, wie die anderen sich fühlen. Die weichen aber nicht aus. Manche versuchen's. Jämmerlich. Fragst dich, was Warum? Tut er da? Ja. Ich brauch Kuckluck. Lass doch mal verwachsen. Jetzt aus der Exo-Creme. Willkommen bei Bloodborne. Mit einer Spieluhr in der Hand. Verrückt. Warum? Das ist einfacher. Finde ich nicht. Die Zwertform ist doch schwerer. Was? Warum? Der Aufzug wieder noch schicke. Weil ich eh sterb. Wegen der Spieluhr. Töten! Töten! Du stört die Spielfigur aber unrecht. Hast du absichtlich Blut geopfert? Ja. Warum geht denn das nicht? Ah, jetzt. Warum macht dann das nicht? Den Stunt und nicht das, also der verwandelt sich überhaupt. Doch, doch, der verwandelt sich normalerweise. Kein Scheiß. Hol noch unsere Blut-Echos.
Ich weiß aber jetzt nicht, warum der sich nicht verwandelt hat. Ja, ein bisschen stabiler läuft's. Danke, Nima. Gut. Lasst mich. Aber nicht arg viel besser. Es gibt so einen Boost-Mode auf der PS4, der nicht optimierte Spiele ein bisschen boostet. Was machen wir? Ein Level haben wir. Vitalität. Vitali. Haben wir noch? Wohl, guter Jäger. Items? Bringt Tropfen Blutedelstein? Ach, das ist das, was man später einsetzt. Ja. Apropos, wir könnten die Waffe leveln. Reicht nicht mehr. Ach so. Aber. Ne, falsche Seite. Du kleine Glocke, du. Kleine Glocke, du. Ah, das gibt's noch gar nicht, okay. Ich hab was gekauft. Ja, PvP-Item, das wir alle haben. Ah ja. Hätte ich da jetzt lieber Kuckle gekauft. Stimmt. Was soll's? Verkackt. Was kommt denn als nächstes? Ich habe gerade die Arschblutkrankheit gelesen. Nee, die habe ich. Oh. Die Arschblutkrankheit. Die Arschblutkrankheit. Ich glaube, da kommt jetzt eh direkt die nächste Lampe, oder? Relativ schnell. Ja. Links, rechts. Das sieht aus, als würde er die Arme so zur Seite schmeißen. Gab's das in Bloodborne? Nee, ich glaube nicht. ABS, Arschblutsyndrom. Nee. Oder je nachdem. Aber eigentlich erst die bluthungrige Bestie. In der Claire-Kapelle, ne? Das Drecksfieber. Ist das nicht Vikar Amelia? Nee. Die Vikarin ist in der Großkirche. Aber die bluthungrige Bestie ist optional. Ei, dann machen wir die doch. Das ist auch so ein ekelhafter Boss. Nach VK Amelia können wir in der DLC übrigens. Mach mal ja, aber nicht, weil das ist Selbstmord. Ja, aber Ärzte. Ach stimmt, wir hätten die eine Tussi noch holen können. Das ist aber nicht. Wo die Hunde davor sind. Die kann man doch holen, ne? Aber doch nicht jetzt schon. Das geht doch erst später.
So, Ethan! Und hier geht's doch irgendwie in der DLC. Nein. Ja, du musst dich da hin in die. Du kriegst ein Item. Wo dich dann die bei der Vikarin und dann stellst du dich da hin. Und wirst, genau, wirst eingesammelt. Gecached. Geh mal. Geh mal runter, geh mal auf. Ich weiß es nicht. Gab's da oben was Interessantes? Ja, das ist so ein großer. Du gehst doch dann. Hier geht's doch irgendwie dann doch hoch zu der Vikarin, oder nicht? Uiuiui. Junge! Uiuiui. Bist du blöd? Ja, vergiss es. Du Gemetzer. New Game Minus wäre interessant. Gäbe kranke Leute, die das spielen würden. Oh, Paul dauert noch. Karl? Das Wetter ab. Ja, ja. Ohne war noch ein Hebel, ne? Ja, der Hebel macht aber nur das Tor hier zu. Ach so. Da kannst du den Großen wegsperren. Warum auch immer, keine Ahnung. Ah, und doch rechts ist dann auch irgendwo so diese Grabkammer oder was das sein soll. Ja, irgendwas gibt's da. Ja, eben nicht, glaube ich. Ich hab da mal die ganze Scheißtöpfe kaputt gemacht, für nix und wieder nix. Das ist ein bisschen stärker, ja. Pal war aber auch optional, ne? Pal optional. Das ist doch der Blitzhund. Ja. Das war dann aber doch ein bisschen weiter. Ja, du hast schon ordentlich gespielt, Nemo. Item. Scheint nicht. Aber links dürfte irgendwas noch sein. Ja, links kommt so ein großer Bastard. So ein richtig großer Bastard. Die spätere Krähe sind so geil. Mit dem Hundkopf? Ja. Er ist so ganz gemächlich. Können noch mal leveln. So, und das hier ist doch einfach Schikane. Du isst nichts. Und ist ein Huhn? Nee. Die Truhe, jo, aber die Tür da soll auch irgendwie aufgehen, glaube ich, weil da du jetzt genau, aber keine Ahnung. Vielleicht war da mal DLC geplant oder so. Gab es auch so kranke Leute, die die Karte komplett gezeichnet hätten und wo was eigentlich verbindet wären müsst und oh Gott. Also das sind manche Leute sind so drauf ausgerastet auf das Spiel. Vor kurzem wurde auch ein neuer Gegnertyp entdeckt. Ja, das habe ich auch gesehen.
Ich habe aber nicht reingeschaut, also ich weiß nicht, wie sie da Drakume sind oder so. Ja, irgendwo in der Chalice Dungeons halt. Nicht wundere, ich mache das mit Absicht gerade. Ich wundere mich gar nichts mehr. Ich guck mal kurz, ob man den NPC holen kann oder was die verlangt. Ah, du hast einen Aschebecher, gut. Ob man den NPC holen kann. Ja, die End. In die Tür. Bist du Nabelschnur oder was? Ja, das auf jeden Fall. Aber dafür braucht man den NPC, glaube ich, nicht, oder? Kriegt die nicht das Kind? Nix. Willkommen, was für. Ich weiß es nicht. Lasst mich. Und du meinst dann glaubt ein anderer, aber irgend. Doch, man kann ja mehrere in die Kirche holen. Ja. Und Annie davon meint, ich wäre schwanger oder sowas? Und hinterlässt die Nabelschnur, dachte ich. Warte, wo? Wie viele Nabelschnur sind es? Drei, ne? Ja, es sind drei. Das ist einer von dem Endboss. Dann die Ends auf dem Dach, oder? Nee, in Josefkas Klinik kriegst du. Ach stimmt, da musst du übers Dach, um neu zu kommen. Ja. Und ich meine, die tritt wer von deren. Aber. Müssen wir noch gucken. Muss man. Ich weiß nur, du kannst sie nicht groß verpassen. Doch. Die kannst du verpassen. Echt? Genau die kannst du verpassen. Was ich beim ersten Durchgang hab. Alter, dann müssen wir aufpassen. Ich bin noch im WLAN. Mittlerweile. Ich jetzt nach Nabelschnüren google. Da kriege ich wieder so gute Werbung vorgeschlagen. Nö. Bietet mir direkt Bloodborne an. Was hast du denn gesucht? Nabelschnüre. Einfach nur Nabelschnüre? Ja. Krass. Mergos Amme, der Endgegner lässt ein Drittel einer Nabelschnur fallen. Ja genau, du brauchst schon drei Drittel. Da guck, die musst du befreien und dann kannst du sie in die Kirche holen. Ach, es gibt vier. Und? Du brauchst aber nur drei. Mhm. Verlassen alte Werkstatt. Siehst hier. Kannst du die Kapelle holen. Und es gibt auch NPCs, die alle umbringen, so wie immer. Ja, das ist so ein Verrückter auf irgendeinem Dach. Dann los so. Mal neu. Ja. Verlassen alte Werkstatt. Du findest einen Gegenstand auf dem Altar in der Werkstatt. Erreichen kannst du das Gebiet, wenn du dich hinter der Geheimtür im Kathedralenbezirk im Inneren des Turms zu einer Tür fallen lässt. Josefkas Klinik. Nachdem du Rom besiegt hast, solltest du Josefka töten. Dafür musst du im verbotenen Wald nach einer Höhle Ausschau halten und über die Leiter gelangst du dann dahin. Und die vierte... Ariana, den NPC könnt ihr zur Kirche in Sicherheit bringen. Wenn Rom getötet wurde, verschwindet sie. Ihr findet sie dann in Richtung Grab Oedons. Das ist das, was du gemeint hast. Genau. Und das ist verpassbar, weil wenn du die nicht in die Kirche holst, oder alternativ, wenn du sie in die Kirche holst, aber der Typ die dann umbringt, dann hast du Knabbelschnur. Aber es waren, sind ja vier insgesamt, also frage ich mich, warum ich dachte, ich hätte die verpasst. Vielleicht hatte ich den Teil verpasst, aber dann dürfte für die Anna-Code oder sowas. Das kann auch sein. Ich habe so oder so erst im Game Plus gemacht, glaube ich. Ja, müssen wir aber machen, weil ich gesagt habe, wir machen alle Bosse. Du kriegst ja sonst den Mond. Der Mond Fuzzi nicht. Ja, ja. Einen der, wie heißen sie? Einen der Great Ones. Der Große. Der Großartige. Oh. Der Entsetzliche. Guck, jetzt hockt sie da, die Alte. Ach, stimmt, ich erinnere mich. Die hatte ich ja drin. Ihr mit euren Tricks. Seid so böse. Bist du blöd? Lass doch mal gucken, Falle. Kannst dir welche erzeugen.
für ein klein bisschen Energie. Stimmt eigentlich, ja. Oh, die Gegend ist blöd. Komm, Dogo. Oh Gott, die scheiß Wurfmesser. Ich glaube, ich totschieße. Sechsmal in den Kopf. Zum Glück hat er überlebt. Ist ja voll krass. Ich weiß nämlich noch, ich hatte das mal gesehen und dann war es nach Jahren mal auf dem Fernseher drauf. Also auch das ist jahrelang her. Und ich habe mich voll auf die Szene mit der Kuh gefreut. Dann hätten sie sie geschnitten. Und die war da nicht. Die war komplett im Film raus. Und das ist so krass. Die Version, die gelaufen ist, war über eine Stunde kürzer. Ne? Eine Stunde. Da war eigentlich fast alles Witzige nicht drin. Ich wollte gerade sagen, der geht ja nur eineinhalb Stunden. What the fuck? War das so 20.15 Uhr Vorstellung? Weil der ist ja ab 16 Uhr. Vorher. Vorher sogar. Ach du Scheiße. Was du alles fehlt, das ist abgehauen. Da fehlt auch, der war nicht für mich. Ja, vermutlich der komplette Dildo-Dialog. Ja, ja. Ich hab deine Vorräte gesehen. Oh, ah. Ich wollte ihn aber nicht einfach reinhämmern. Ich wollte ihn vor einschmieren und zentimeterweise einfüllen. Wie ein Gentleman. Wie ein Gentleman. Ich meinte Löschkalk. Sie hätten so gelacht. Ihr seid eine Bestienjäger. Ich wusste auf, Schützling von... Also, was meint... Warum? Oh, nehmt dies. Ja, das scheiß Lucarius. Die Best... Ja, was krass ist. Hier, hallo. Ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich. Was übel ist, da gibt es eine Tür, wo du später rauskommst, wo diese ganzen Werwölfe sind und der Ende auf dem Dach mit dem Maschinengewehr auf dich schießt. Und da steht an der Tür, bevor du reingehst, dass du dich irgendwie als Jäger beweisen musst oder dass du Jäger töten sollst oder sonst was. Und wenn du nochmal klickst, macht er die Tür auf. Ich habe aber nicht nochmal geklickt, sondern bin zurück zu ihm und habe den Logarius umgebracht und habe dafür bestimmt 2 Stunden gebraucht, um den scheiß NPC zu killen, weil ich gedacht habe, das muss man machen. Und ich habe dann nicht gemerkt, dass das nicht nötig war. Ich habe ihn aber, glaube ich, für die Medaille trotzdem gekillt. Da war doch irgendwas. Ja, du kriegst, glaube ich, sein Abzeichen. Entweder wenn man die Quest erledigt von ihm oder wenn ein Killst. Und ich glaube, wenn man Puffen den Abzeichen hat, gibt es auch irgendein Secret. Wenn du dann zurück in die Burg oder in das Schloss oder was das ist, gehst, ist du dann irgendeine auf dem Thron oder so, hab ich geguckt. Ich weiß es nicht. Ja, du kriegst schon noch das Rad und sowas. Ja, das ist klar. Das kriegst du, wenn du den umbringst. Ja, ich hab gedacht, das kriegst du von der Alt. Nee. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich hab eine E-Mail gekriegt und sehe bloß Auslieferungsverfahren. Die Tür hier. Ja. Die habe ich gemeint. Da bin ich dann zurück. Ach, und habe so den NPC gekillt. Hä, kommt jetzt noch kein Boss? Es war aber bloß News. Eieiei. Was? Auslieferungsverfahren? Eieiei. Nee, da kommt kein Boss. Der nächste ist die bluthungrige Bestie in Old Yharnam. Och nee. Speedrun. Because fuck you. Willkommen, da was. Nun gut, lasst mich. Alla hup.
Mullo. Weißt du, wie man die, wie heißt der bluthungrige Bestie besiegt? Bluthungrig muss das sein. Ne, du brauchst das Lied von der Beyoncé im Kopf, aber nur ein Stück davon. Welches Lied? Gibt's ein Video dazu, mit der Taktik. To the left, to the left. Kommt doch jetzt ein Schrei, gell? Hier da, Jägerin! Abkehr zur Fahrt, Altjana! Der schießt doch gleich auf dich. Keine Gefahr für die da oben. Kehrt um, oder die Jägerin wird gejagt. Nein, sammle! Sammo. Ich hab gedacht, du kriegst es automatisch. Das Gegner, ne? Wo geht's denn jetzt weiter? Ja, ich bin glaub als Anfangs nie hier lang. Weil du ja, ich hab nur das erste Abkürzung freimache, damit ich hier durch kannst. Ich hab nur das Vieh gesehen und hab mich halt beeilt. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Wir haben es bald geschafft. Dennoch, eine halbe Stunde haben wir noch. Ach, die Gegend, die ist so kacke. Das sagst du jetzt dauernd, oder? Wieso? Ich hasse die Gegend wirklich. Der Wald ist so scheiße. Ich hab gedacht, das kommt viel später. Oh oh. Oh oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles easy. So, jetzt machen wir das wie echte Pussys. Ihr seid eine geschickte Jägerin. Erfahren. Falscher Weg. Uiuiui. Wie die besten Jäger so sind. Na, das war richtig. 7 Tage lang. Ich wollte mir trinken. So, und da ist. Ratatatatat. Falscher Weg. Ich muss zurück, Jungs! Jungs! Ich weiß jetzt nicht, warum du da überhaupt so landest. Weil ich abkürzen wollte. Ich wollte durchrennen. Renn nicht durch. Doch gesagt wie eine echte Pussy. Jetzt habe ich gelesen, völlig verschissen. Boah, was ist denn mit mir los? Was ist denn mit dir los? Junge. Unzerscheißlich. Unzerscheißlich. Oh Gott, die Endnacht. Unzerscheißlich. Leute, seid ihr noch da? Ist noch jemand da? Hallo? Ach du.
Immer. Niemals immer da. Zur Not im Herzen. So. Ja, so ist das, Nobby. Rechts. Mhm. Da wollte ich vorhin runter. Bin falsch. Ah, und wie ist es? Oh Gott. Den musst du mal killen für eine Waffe, gell? Weiß ich nicht mehr. Alter. Okay, ich hab gedacht, du spielst schon länger. Oh Gott! Wo ist er denn jetzt? Doch R2 drücke oder nicht? Nee, R1. Irgendwie kriege ich das nicht hier. Du musst dann Neatro, oder was? Ganz nah dran laufen. Ja. Nur noch Silver Fiole, ey. Und jetzt der Aufwurf im Turm. Ja. Oder Dolang. Oder Dolang und die Abkürzung freischalten. Machen wir lieber den auf dem Turm noch platt. Dann nervt er nicht mehr. Boah, ich tu jetzt sterb. Das nehme ich dir nicht mal übel. Weil der Typ ist ein Arsch. Der Mitbewohner von der Frau Schabneller schreibt Arschblutkrankheit und lacht. Vor 20 Minuten. Sorry, ich hab's nicht gesehen. Ja, ja. Ich bin beeindruckt. Guck, was er für ein Bild geschickt hat. Chipotle Way. Chipotle Way. Hat er was fallen? Ja. Frag mich jetzt aber nicht, wie du da rankommst. Wie komme ich da drauf? Außerrum. Frag mich aber nicht. Du hängst. Ja, das kann ich vergessen. Ne? Doch, du kannst springen. Wie? Kreis gedrückt halte, in die Richtung renne und dann nochmal Kreis drücke. Und dann im Sprung versuche das zu fangen. Okay, geht nicht.
Na, endlich. Immer noch. Übrigens, für alle PS4-User, die Twitch gern über die PS4 gucken, es kam wohl heute ein großes Update und die App ist nicht mehr ganz so entsetzt. Nach Jahren. Also jetzt gibt's, jetzt musst du einen Twitch-Account erstellen, dass du schreiben kannst. Wieso jetzt erst? Das war die ganze Zeit auch schon. Ja, weil ich suche nur Gründe. Den Weg, den du gehst, ist wieder zurück. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich will Blut. Wenn wir schon nicht gezielt leveln, können wir trotzdem mal mitnehmen, was geht, oder? Ja. Das ist vernünftig. So mehr ist doch. Chibo, glaube ich. Für die Stelle wäre ein Molotov-Cocktail geil geworden. Mhm. Schauen auf der PS4 zu, komplett ruckelfrei und ohne Puffer. Na endlich. Die Twitch-App war so scheiße. Danke fürs Einschalten, gell? Danke. Bitte. Bitte. So, jetzt holen wir die Abkürzung. Oder sterben. Ja, du kannst doch rechts. Du kannst halt wegrennen. Ich will aber nicht wegrennen. Nee, du kannst, wenn du hier rausgehst und dann hier runter, zack, 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 zack. Es ist aber tatsächlich einfacher, wenn du, glaube ich, alle killst hier. Oh Gott. Ausdauer war weg. Weil das Problem ist bei dem Raum, dass dir wirklich alle hinterher rennen. Oh, guck mal, ob der Item hast. Gegengift, ja. Wir haben Gegengift. Gegengift. Starttaste. Ach, du wolltest Item benutzen? Und hast es dann gelöscht? Ja. Okay. Wenn die Plattform frei ist, ist da noch jemand? Guck mal noch rechts. Ah, halt, halt, halt. Das ist mir nämlich nie auf. Leck mich doch am Arsch. Dass da riesen Vieh hängt. Ah. Hier, das ist mir nie aufgefallen. Mhm. Blind. Zu blind. Dumm. Dumm. Oh Gott. Mh.
Arschloch. Gegengift. Ah, ne. Oder? Doch, du bist vergiftet, ja. Da dachte ich beim ersten Mal, dass ein Boss kommt. Guck jetzt mal auf. Ja, ja. Das ist so geil. Oh mein Gott. Ritualblut. Guck mal, du hast Molotovs dabei, glaube ich. Ich hab nur geatmet. Fast 10.000 Blut. Oh, da muss ich ja jetzt sterben. Da muss ich ja sterben. Cygnus in Bloodborne wäre auch geil. 6 Viole direkt. Ah ja, weiter geht's. Ich mach da erst mal auf. Das macht sie gut. Die Altkruscht. Gibt übrigens einen Trick für den NPC links, wenn der zu stark ist oder so. Du kannst schon rauslocken und gehst genau da hier auf die Leiter, mhm, over an die Ecke. Und dann kommt er auf dich zugerannt und rennt runter und fällt. Aber wo geht's denn jetzt nun da? Ich steht sage, die Alt machen wir noch, oder? Wo geht's denn jetzt nun da? Das irritiert mich. Nee, halt, da kommst du her. Ja, schon, aber vielleicht. Nein. Ist ja gut. Was gibt's da nicht? Dreh dich um, geh Richtung Turm, wo mir eben die Abkürzung freigeschaltet. Ja. Hä? Ja, deswegen frage ich. Für was ist diese Abkürzung? So, da vorne geht's noch nein. Da! Oh Mann. Sind aber beide blöd. Und kein Axel. Blind und blöd. Ist da schon Boss? Nee. Ach, ich hab gedacht, das wäre so. Das kommt erst, wenn du schon mal dort warst. Oh Gott, ich wusste es. Hey! Entsetzlich. Das krieg ich nicht mehr los, ne? Ich hab's dem Raven King erzählt. Weil er es auch die ganze Zeit sagt. Ich muss das als Follow-Geräusch oder sowas einrichten. Ein sitzlicher Stuhl. Zeitlang habe ich bei Daniel dann gefarmt. Wie schalt.
Du musst mal jetzt rechts den Turm neigen. Ne, doch nicht. Da steht noch so ein Wolfsvieh. Ja, und? Da ist später die Tür von der anderen Seite. Der Paul. Paul! Warum auch immer man von dort aus dann wieder hier zurück kann. Das ist... Geht die auf? Von der anderen Seite, ja. Echt? Okay. Und da ist der Paul. Ich hab gedacht, die geht nie auf. Die geht auf. Old Jana. So alt? Die hat ja früher gewohnt. Die Old Jana? So alt ist die schon. Nein. Warum nicht? Ich will. Da kommt der Wolf. Ich weiß. Der große böse Wolf. Der overhockt da schon. Der hat mich nur so erschreckt, ey. Dreh dich um. Das ist geil, du kannst schon Nike-Clippes, ey. Jetzt nehme ich. Vergesst die ganze Zeit, dass wir schon stärker sind und dass die nämlich so ein Problem sind. Ich denke immer nur, oh Gott, 12.000 Blut! Die Gelben hat da gerade fast 1.000 dazu, gell? So, jetzt werde ich der aufgebrochen. Das habe ich vergessen. Ja, da ist die Abkürzung, die ultimative. Die holen wir aber nicht, wir gehen gleich zum Boss. Was? Was? Mit so viel Blut? Ah ja, oh Gott. Ich hasse es. Ey. Du warst auch schon lange nicht mehr so angespannt. Also das gefällt mir. Wir können eigentlich mit Ludwig sein Schwert holen. Mit dem Spiel. Den habe ich noch nie durchgespielt. Doch, niemals nicht. Das ist ja eine von der besten Waffe. In dem DLC holen wir den Pizzaschneider. Jetzt haben wir's. Feuerpaper. Plopp. Er geht zurück, Level. Hä? Doch, mach. Ich will wieder. Aber nicht. Hol doch Ludwig sein Schwert. Jetzt haben wir so viel Geld. Wir haben gar kein Geld. Doch, 14.000 Blut. Ein paar Münze haben wir. Und außerdem haben wir überhaupt keine Fiole mehr und nix. Du achte? Ist da alles gut? Gut. Hey, und tschüss. Oh, jetzt haben wir nochmal 1.000 mehr. Ist doch alles super. Da hinten drin hockt er. Jupp. Eventuell ein kleines bisschen später, aber ich sag dir nochmal Bescheid. Wir dürften noch nicht so lang brauchen. Eine halbe Stunde, Stunde, dann haben wir's. Was denn? Platin. Ach so, macht ihr noch oder was? Morgen. Morgen. Stream mal nochmal. Weil ich muss ja alles nochmal holen und dann ist das ein schöner Stream, wo man alle Trophys holt. Und es geht vor allem schnell. Ist da nicht nochmal auch so ein Vieh? So, und da ist die bluthungrige Bestie drin. Mhm. Du gehst jetzt nicht rein. So nett bin ich dann doch. Gehst doch Level? Auch. Aber gingst du nicht irgendwie... Titan Quest, cool. Wir müssen doch, aber... Ich bin jetzt verwirrt, ist der doch nicht optional? Weil eigentlich hätte man doch dann sich den ganzen Scheiß sparen können. Ja, ich glaube, der ist nicht optional. Ich dachte immer. Jetzt musst du kämpfen. Nee. Was war. Hä? Nee.
Wart, gib mal her. Ich mach's weg. Ekeljäger. Ekel Alfred. Das hätte ich doch einfach gleich mal sagen können. Der hat ihn fortgeschickt und schießt Alfred. Dass du aber gerade in der spielt? Nee, das war NPC. Ah. To the left, to the left. So, mal gucken, ob wir das Schwert überhaupt schon holen können. Ja, aber okay, dann ist das Vieh gar nicht optional. Ich dachte immer, das wäre optional. Ich glaube nicht. Weil man, ich dachte, bei dem kriegt man nur den Kelch für in die Dungeons. Was optional ist, ist die Hex. Die muss ich nicht machen, sollte man aber für die Runen. Anders da kannst du die Rune nicht verwenden. Kommt das nur auf dem Stuhl? Ja. Ne, dass das Mikrofon dabei ausschlagt. Das ist der Stuhl. Entsetzlicher Stuhl. So, und wo kriege ich das Scheißschwert jetzt her? Wenn wir die Marke schon haben, am Brunnen, direkt zu Beginn, der links. Wenn nicht, können wir es noch nicht holen. Muss noch rechts gehen. Ne, wir haben es noch nicht. Sicher? Ja. Hannelores Tag ist grau. Willkommen da. Was für. Denn Helmut Kohl schlägt seine Frau. So. Guck mal, wie viel wir machen können. Erstmal. Drei. Bring Stärke auf 24 und Vitalität auf 15. Ja, wie denn, wenn es nur drei gehen? Ach so. Ja. Und der Rest kuckle. Oder? Waff. Wir managen andere Materialien brauchen. Ja. Brauchen Zwillingsblutsteinscherbe. Du kannst aber die Pistole aufleveln. Gehen die nicht kaputt? Die Standardwaffe nicht, oder was? Wie kaputt? Achso, nee, wenn du die Lampen. Ich weiß gar nicht, wenn sie das gepatcht. Normal gegeben musstest du die doch als regelmäßig reparieren. Gehen wir auf reparieren. Ach ja. Ja, mach. Ja, aber. Ah, 170 und 200, okay. Hä? Geht es schon? Anscheinend. Ich jetzt gemacht. Nimm unter der Rote, der bringt. Ah, ich habe wieder rausgenommen. Ich war mir nicht sicher, ob das fest dann bleibt. Deswegen hatte ich da erstmal ausprobiert. Okay, Emma. Zweimal. In die geht nichts, ne? Jo.
So, den Rest verkugle. Und jetzt geht's ab. Bluthunger. Du darfst dann gleich spielen. Du kriegst nämlich das Medaillon und dann geht's Tor auf. Aha. Das war vorhin nicht ging, wo der Riese war. Baumelnde umgekehrte Rune. Eingebrannt in den Verstand. Hinweis, nur online und so. Hä? Hast du X gedrückt? Was war denn das? Ja. Wenn du X gedrückt hältst und bewegst du Controller in eine gewisse Richtung, machst du Geste. Ah. Ich wollte rennen, ja. Wenn du schüttelst oder so ein Scheiß. Da links ist noch ein Item. Nee. Doch, doch. Das habe ich vorhin nämlich verpasst. Ach so. So, jetzt nochmal gucken. Hier muss man... aufpassen, wie man fällt. Mann, Mann, Mann. Das hat was gebraucht, die Dinger. Ja, wir machen gut damit, ja. Ja. Stirb. Und du? Du haltst dein Maul? Hund? Du Hund. Marcy, du bist ein Huhn? Du, Depp. Ist das schneller? Mhm. Leider nicht. Ah, nerv. Bin ich oft zu dem Gegner gerannt. So geil mit der Haut, die drüber hängt. Das, ja. Wie die Haut hochfliegt. Oh Gott. Wunderschön. Gute Nacht, Nobi. Nacht.
Siehst du? To the left, to the left. Super. Ich hab den 30 Mal machen müssen. Super einfacher Boss, wenn man weiß, dass man einfach auf den Zug rennen muss und ausweichen muss. First try und fast no hit run. So, da liegt doch aber noch was, oder? Gegen Gift. Wir haben den scheiß Tomero-Kelch nur gekriegt. Ah, okay. Also den Chalice Dungeon. Okay. Komisch. Komisch, aber. Auf zurückleveln und dann ist Schluss für heute. Aber können wir jetzt wirklich durch das Tor? Ich glaube ja. Also da geht's jetzt zumindest weiter. Und ich wüsste nicht, wo wir woanders da hingehen sollen. Kann ich mal gucken, wer noch Items für mehr Blut. Ich hab Molotovs geholt. Allerhop. Gut. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bedankt. Bedankt. Und wünschen euch allen noch einen schönen Abend. Tschüss. Ciao.